In Oberösterreich, da machen sie jetzt schwarz-blau und dieses Arbeitsübereinkommen, das trägt eine starke FPÖ-Handschrift. Bei der Integration etwa werden sie jetzt ganz hart sein, damit sich die Flüchtlinge an unsere Werte anpassen. Etwa an die Werte der Gleichberechtigung der Frau und des Feminismus. Die merken gar nicht, wie lächerlich sie sind als Regierungsübereinkommen einer Regierung, in der die Frauenquote niedriger ist als im Ministerrat von Saudi-Arabien. Aber die Flüchtlinge, sagt jetzt Pegida und all diejenigen, die Pegida ein schönes, gedeihliches Meinungsumfeld schaffen, die Flüchtlinge, die müssen sich jetzt ganz fest und ganz schnell an unsere Werte anpassen, die akzeptieren, sich zu denen bekennen. Bin ich eh sehr für, aber reicht einmal im Leben oder müssen sie täglich ein Bekenntnis ablegen? Muss da vor einer Kommission geschworen werden oder beim Portier vom Landhaus? Nur die Muslime oder alle anderen auch? Müssen jetzt auch der Gutenus und die ein Bekenntnis zu Toleranz, Friedfertigkeit, Minderheitenschutz, Demokratienormen ablegen oder müssen das nur die Muslime machen? Na, das wird nicht immer so genau dazu gesagt. Also, aber ist ja wurscht, die Saat, die ist ja gelegt. Der Generalverdacht, dass diese Vertriebenen, die gerade vor Hass und Intoleranz zu uns geflohen sind, und da werden sie wohl einen Grund dafür gehabt haben, oder? Dass ausgerechnet die, was gegen die Werte wie Friedfertigkeit und Toleranz haben könnten. Aber eben, die Saat ist gelegt, voll unheimlich, die Araber. Da könnten ja auch Terroristen drunter sein. Es erinnert übrigens an das Argument in den 30er Jahren in den USA, wo man die Grenzen schließen wollte und auch relativ dicht gehalten hat vor jüdischen Nazi-Flüchtlingen aus Deutschland. Wenn man gesagt hat, da könnten ja Nazi-Spione drunter sein, war relativ tödlich, diese Strategie. Und zwar nicht für Nazi-Spione. Und unsere Innenministerin, die jetzt sagt, wir müssen an der Festung Europa bauen. Der Traum von 89 ist ausgeträumt. Zäune hoch, Mauern hoch, wenn es nach denen geht. Aber es wird nicht nach denen gehen. Aber auch in der jetzigen Situation ist es das falscheste Signal, was du senden kannst. Wir müssen nicht an der Festung Europa bauen, wenn wir zum Beispiel unkontrollierte Flüchtlingsströme wieder langsam in kontrollierbare verwandeln wollen, weil dann müssen wir gerade legale und formalisierte Wege nach Europa schaffen. Und übrigens gerade in einer Situation, wo die Grenzen offen sind, ist das das Dümmste überhaupt. Zu sagen, einerseits, die Grenzen sind jetzt offen, aber in 3 Monaten wird das nicht mehr so sein, weil wir bauen jetzt die Festung Europas. Und wir geben dem Herrn Erdogan 3 Milliarden oder viele Milliarden Euro, damit er für uns die Drecksarbeit erledigt und für uns die Festung Europas baut. Weil was ist denn das für ein Signal an die Vertriebenen, die in den Lagern sitzen, in der Türkei, im Libanon und in Jordanien? Das Signal an die lautet damit, haut ab, aber schnell, weg, aber sofort, solange es noch geht. Renn so schnell du kannst. Mit der Folge, dass sich eben jetzt auch im beginnenden Winter Hunderttausende auf den gefährlichen und riskanten und beschwerlichen und kalten Weg machen, die sonst vielleicht noch bis zum kommenden Frühjahr gewartet hätten. Und übrigens in Schweden, da hat jetzt ein Rechtsradikaler mit einem Schwert 2 Leute ermordet. Motiv Fremdenfeindlichkeit. Und in Köln, wissen Sie, die Oberbürgermeisterin, Kandidatin, hat nur knapp den Mordanschlag eines Nazis überlebt. Und in Münster hat ein 52-Jähriger einen 35-jährigen Albaner im Bus anlasslos rassistisch angepöbelt und dann ihm ein Messer in die Brust gerammt. Und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, Haftgründe liegen keine vor. Aber die sollen sich an unsere Werte anpassen. Ja, wie denn eigentlich genau? Sich gleich selber das Messer in die Brust rammen? Die Asylbewerberunterkunft selber gleich in Brand setzen? Oder so wie die FPÖ in Erdberg gleich selber vor der Asylbewerberunterkunft demonstrieren, im Deutschkurs als erstes Ausländer rausbrüllen lernen? Aber von diesem Rechtsterrorismus, da liest man nicht so viel. In den allermeisten Fällen, wenn es nicht gerade eine Oberbürgermeisterin, Kandidatin betrifft, ist es dann so untervermischt, das in den Zeitungen. Aber wenn mal in einer überfüllten Flüchtlingsunterkunft gestresste Flüchtlinge anfangen, um Hilfsgüter ein bisschen zu rangeln, na, da ist das gleich auf der Seite 1. Und die Pegida-Publizistik beginnt sich dann sofort zu überschlagen in paranoiden Panikattacken vor den lauter Männern, lauter junge Männer kommen. Muslime, Männer, Testosteron, ui!
Und dann wird gleich was mit Sorge hinzugefügt und um unsere blonden Frauen. Und tatsächlich, es kommen viele junge Männer. Aber warum? Und ja, und da wäre es gar nicht so schlecht, wenn unsere Paranoika mal das Popschi hochkriegen vom Computersessel und mal einen real existierenden jungen syrischen Mann suchen und dann mit dem ins Gespräch kommen. Oder mit 10 vielleicht besser, damit man irgendwie einen realistischen Überblick hat. Dann wird man nämlich begreifen, ja tatsächlich, als erstes werden die kräftigen jungen Männer von ihren Familien vorgeschickt, weil das eine gefährliche Flucht ist, damit die mal das Terrain erkunden und damit die sich schon zurechtfinden in den Zielländern. Und dann schreiben diese jungen Männer ihren Familien ihre Erfahrungen und dann schauen sie, dass als nächstes der Papa mit den jungen Buben, mit den kleinen Buben nachkommt. Und wenn die dann da sind und wenn die dann einen positiven Asylbescheid haben, dann versuchen sie über Familienzusammenführung die Mütter und die kleinen Mädchen nachzubekommen. Weil sie eben sagen, diese Flucht übers Meer, die ist für jeden gefährlich. Aber insbesondere diese Fluchtrouten über Mazedonien, Serbien, in den Autos der Schleppern, die ist für Mädchen und Frauen besonders gefährlich. Und deswegen lasst man das bleiben besser. Ja, und das ist ja wohl auch nicht die unvernünftigste Überlegung. Aber was mich dann besonders happig macht, ist, dass diese 22-Jährigen, 20-Jährigen, oft nur 18-Jährigen Jungs, auf deren Schultern das Schicksal ihrer ganzen Familie lastet, die sich anstrengen müssen, die arbeiten müssen, die Deutsch lernen, die sich um alles kümmern, damit sie ihre Familien hier nachbekommen. Das ist ja ein Druck für einen jungen Menschen. Dass sich die dann auch noch sagen müssen von irgendwelchen Sitzhetzern auf ihren Computersesseln, sie sind potenzielle Vergewaltiger. Diese fiese Unterstellung von Leuten, die vom Leben und von der Welt keine Ahnung haben. Und dann wird uns auch noch gesagt, wir sollen die Sorgen dieser Leute, diesen fiesen Unterstellern, die von der Welt und vom Leben keine Ahnung haben, deren Sorgen soll man ernst nehmen. Und ja, einerseits, ich bin ja nicht vollends dagegen, wer noch kein völlig verrannter Nazi oder verrannter Pegidist ist. Also Leute, mit denen man noch reden kann. Leute, die vielleicht für Argumente noch erreichbar sind und zugänglich. Na klar soll man mit denen reden. Und wenn man mal mit jemandem anfängt zu reden, dann soll man das am besten auch auf Augenhöhe tun. Dem Gegenüber das Gefühl geben, dass man wertschätzend mit ihm spricht, eh klar. Aber andererseits sendet man damit immer das Signal, dass es irgendwie schon okay ist und ehrwürdig, ehrbar jedenfalls, rassistisch verhetzt zu sein. Was von dieser Seite sehr schnell und sehr leicht als Zeichen der Schwäche angesehen wird und auch als Freibrief noch einen Schritt weiter zu gehen. Weshalb natürlich mindestens so wichtig ist, diesem Rassismus, dieser Paranoia, diesem Verbreiten von Lügen und Hetz und Falschmeldungen entgegenzutreten. Und zwar, wie das der Sascha Lobo unlängst im Spiegel schrieb, überall, jederzeit, entschlossen und unerbittlich.